Gibt es den echten Zufall? Also nicht so dieses, ach was für ein Zufall, sondern im strengen physikalischen Sinne? Also gibt es eine Unbestimmtheit in der Welt, die den Zufall möglich macht? Dieses Video hier ist natürlich kein Zufall. Also es gibt einen Grund. Also ich werde jetzt über den Zufall sprechen, aber das ist kein Zufall. Also es ist jetzt nicht so einfach zufällig über mich gekommen, über den Zufall zu sprechen. Es ist mir nicht zugefallen, über den Zufall zu sprechen. Dann angefangen hat alles damit, mit folgender Geschichte. Im Jahr 1932 hat die amerikanische Kinderbuchautorin Ann Parrish mit ihrem Mann in Paris Ferien gemacht. Das ist jetzt nichts Besonderes, das haben viele Amerikanerinnen und auch viele Amerikaner gemacht. Also ein Amerikaner in Paris ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Sie gehen an der Seine entlang, da gibt es ja diese fliegenden Buchhändler. Und dort sieht sie ein Buch mit dem Titel Jack Frost and Other Stories. Das ist ihr Lieblingskinderbuch. Ihr Ehemann nimmt das Buch, schlägt es auf und stellt fest, im Umschlag steht ihre Kindheitsadresse und ihr Mädchenname drin. Kann das Zufall sein? Also Ann Parrish ist eine Amerikanerin, die hat irgendwann mal ihr Kinderbuch abgegeben, wer weiß wohin. Und dann, tja, also wir würden sowas doch Zufall nennen. Also eine Geschichte, wo wir denken, also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sowas passiert, das muss Zufall sein. Aber ist das physikalisch, im strengen physikalischen Sinne ein Zufall? Also ein Vorgang ohne Vorher, der praktisch aus dem Nichts heraus entstanden ist? Natürlich nicht. Was wir hier vor uns haben, ist ein Erkenntnisproblem. Wenn wir uns schon lange genug vorher darum gekümmert hätten, was mit diesem Buch passiert und auch vielleicht noch die Informationen darüber hätten, welches Schicksal, welcher Lebenslauf mit Ann Parrish verbunden ist und mit ihrem Ehemann und so weiter, dann hätten wir fast schon vorhersagen können, in dem Moment, wo die beiden morgens aus dem Hotel herausgehen und in Richtung der fliegenden Buchhändler in Paris gehen, dann, oh, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass, wenn sie ein bisschen genauer hingucken, dann werden sie das entdecken. So quasi, als wenn sie es gesucht hätten. Ja? Also das ist nicht der im physikalischen Sinne streng definierte Zufall als eine Sache ohne Grund. Also hier sprechen wir von einem Messwertproblem. Wir könnten, wenn wir es gewollt hätten, hätten wir den Lebenslauf oder den Lauf der Dinge exakt nachvollziehen können, hätten genau immer und immer wieder diese Informationen gespeichert. A, wo ist das Buch gewesen? B, wo ist Ann Parrish gewesen? Was haben die gemacht? Was haben die? Das heißt, wir könnten die gesamte Situation begleitet haben, hätten alle Informationen über den Ablauf und auf diese Art und Weise wäre das Zusammentreffen von Ann Parrish und ihrem Ehemann mit ihrem alten Kinderbuch überhaupt kein Zufall gewesen. Hätten wir einfach so hingenommen und gesagt, ja, das wissen wir schon. Wissen wir schon, ist doch klar. Also, das ist kein strenger Zufall. Die Frage ist, gibt es im Universum und damit auch bei uns auf der Erde einen Vorgang, der ohne irgendeine Ursache passiert? Gibt es also einen Vorgang, der ohne ein Zuvor auskommt? Gibt es den? Also ein Vorgang, der in keiner Weise mit dem Zuvor in Verbindung gebracht werden kann, völlig ursachefrei ist. In der Philosophie, namentlich in der Metaphysik, hat man vor vielen Jahrhunderten, einer der Protagonisten dieser Geschichte ist der Herr Leibniz, ein Rationalist, der sich mit metaphysischen Grundhypothesen auseinandergesetzt hat. Die Metaphysik handelt von dem ganzen Sein, also nicht nur von einer besonderen Form wie der Natur oder sowas, sondern auch von allem, also von allem, was in dieser Welt überhaupt nur sein kann. Und da hat er erstmal festgestellt, es gibt den Satz vom zureichenden Grunde, nämlich, es gibt nichts, was ohne zureichenden Grund stattfindet. Es gibt immer ein Zuvor. Naja, wenn ich das mal so kurz an der Stelle mal einhaken darf, es gibt mindestens ein Ereignis, von dem wir nicht so ohne weiteres einen zureichenden Grund finden können. Das ist der Beginn des Kosmos. Das hat aber damit zu tun, dass wir einfach an dieser Stelle, nämlich dem Urknall, also dem Anfang von allem, Raum und Zeit entstehen lassen. Das heißt, da beginnt das alles erst. Nach dem Urknall aber passierte nichts mehr im Universum ohne Grund. Es gibt immer ein Vorher und das hat eine kausale Wirkung auf das Danach.
Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Das steht ganz im Mittelpunkt jeder Art von europäischer oder abendländischer Geistesgeschichte. Die Suche nach den Ursachen, die bestimmten Wirkungen hervorrufen. Die Wirkung kann selber wieder eine Ursache sein und so weiter. Kausalität, das war eine ganz, ganz wichtige Größe. Und überhaupt, man wollte wissen, was sind denn die Ursachen hinter dem, was in der Natur so passiert? Bis hin zum 19. Jahrhundert war die Vorstellung ganz klar, wir haben ein deterministisches Weltbild. Das ist also der Grund und die Wirkung, die Ursache und die Wirkung hängen sofort miteinander zusammen. Der Laplace'sche Dämon gibt an, wenn es eine Maschine gäbe, die groß genug wäre, dann nenne mir nur alle Orte und Geschwindigkeiten aller Teilchen im Universum und ich kann dir komplett die Vergangenheit rekonstruieren und die Zukunft vorhersagen. Was für eine Welt. Ein Räderwerk, wo alles ineinander greift. Perfekt. Und dann 1926 wird die Physik von einem Blitz getroffen. Mit Werner Heisenbergs Unbestimmtheitsrelation wird die Unbestimmtheit in die Physik eingeführt, in die Quantenmechanik präzise. Diese Unbestimmtheitsrelation sagt Folgendes aus: Du kannst nicht genau Ort und Impuls messen. Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Also du kannst nicht genau Ort und Masse mal Geschwindigkeit messen. Da bleibt immer eine Unbestimmtheit. Und diese Unbestimmtheit hat eine Größe. Und das ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation ist das Produkt von zwei Zahlen, entspricht also einer Fläche. Also nehmen wir an, wir hätten hier die Impulsunschärfe, hier haben wir die Ortsunschärfe. Heisenberg sagt, du kannst dieses Produkt nie kleiner machen als das Planck'sche Wirkungsquantum. Das heißt, wenn das hier praktisch dieses Produkt darstellt, dann kann ich diese Fläche nicht klein kriegen. Mache ich jetzt die Impulsunschärfe, ja, ganz klein, weiß ich also ganz genau, wie schnell ein Teilchen ist, dann wird das hier aber ganz lang, also wird ganz schmal und ganz lang, weil dann ist der Ort beliebig unbestimmt. Mache ich dagegen die Ortsunschärfe ganz klein, dann wird es schier schmal und da ganz breit. Das heißt also, die Geschwindigkeitsunschärfe wird beliebig groß. Wenn ich genau weiß, wo ein Teilchen ist, weiß ich nicht, wie schnell es ist. Wenn ich weiß, wie schnell es ist, weiß ich nicht genau, wo es ist. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist eine Inkompressibilität der Welt. Die kann ich nicht unterscheiden. Ist das der Zufall? Ist das der physikalisch reine Zufall? Steckt das in der Sache drin, in der Materie drin? Oder ist es eben doch letzten Endes wieder nur ein Messproblem? Ich muss nur einfach genau messen, dann schaffe ich es auch, die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation auszutricksen. Und das wurde in der Physik ja auch lange Zeit so gesehen. Ist ja auch kein Wunder. Denn wenn man so etwas Kleines wie ein Elektron beobachten will, dann braucht man Strahlung mit einer Wellenlänge, die kleiner ist als das Objekt, das man beobachtet. Jetzt ist ein Elektron aber sehr klein. Das heißt, man braucht sehr kleine Wellenlängen. Das heißt, man braucht sehr hohe Frequenzen. Jetzt weiß man aber auch, dass Frequenz und Energie miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn man jetzt ein Elektron beobachten will, braucht man Strahlung mit einer hohen Frequenz, also mit einer kleinen Wellenlänge. Und das bedeutet aber auch eine hohe Energie. Das heißt, wenn ich jetzt ein Elektron genau beobachten will, dann brauche ich Strahlung mit so einer hohen Energie, dass ich das Elektron anschubse. Und damit würde ich schon eine Unbestimmtheit bekommen im Ort, weil ich es gar nicht beobachten kann, ohne es zu beeinflussen. Inzwischen aber ist klar, die Unbestimmtheitsrelation ist keine Aussage über ein Messproblem, was wir in der Physik haben, sondern eine grundlegende Aussage über die Welt. Die Welt ist nicht beliebig genau bestimmt. Ein wunderbares Beispiel ist die zunächst einmal völlig ungelöste, in der klassischen Physik völlig ungelöste Frage, weshalb ein negativ geladenes Elektron nicht in den positiv geladenen Atomkern hineinfällt, also in einem Atom. Ja? Wir haben ein Wasserstoffatom, da ist innen drin ein Proton, positiv geladen, und das umrundet ein negativ geladenes Elektron. Also eigentlich wird doch dieses negativ geladene Elektron von dem viel schwereren positiv geladenen Proton angezogen. Und wenn das jetzt angezogen wird, also beschleunigt, dann ist das eine beschleunigte Ladung wie ein Sender. Und wenn das ein Sender ist, also Strahlung abgibt, dann verliert es Energie. Ja, und was passiert dann, wenn es Energie verliert? Ja, dann müsste es doch dem Kern immer näher und näher kommen und müsste dann schließlich mit den Protonen zusammen verschmelzen. Eine positive Ladung und eine negative Ladung gibt die Gesamtladung Null, sollte also elektrisch neutral sein. Ist es aber nicht. Das würde übrigens innerhalb von einer Nanosekunde passieren. Also innerhalb von einer Milliardstelsekunde würde das Elektron in den Kern hinein und Schluss und aus.
Ja, mit Hilfe der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation wird das sofort klar. Ein Elektron, das dem Kern zu nahe kommt, würde das einfach immer schneller werden, wie ich vorhin sagte. Wenn man genau weiß, wo ein Elektron ist, ist es unbestimmt in der Geschwindigkeit. Wenn ich die Geschwindigkeit genau kenne, weiß ich nicht, wo es ist. Und so ist es hier auch. Wenn ich also jetzt ganz genau vom Elektron wissen möchte, wo es ist, dann wird es so schnell, dass es nie in den Kern hineinfallen kann. Das Elektron bewegt sich eher in einer Art Wahrscheinlichkeitswolke als in einer konkreten Bahn. Jetzt mal an alle diejenigen gerichtet, die früher im Unterricht noch festgestellt haben, es gäbe die Bohrschen Bahnen, also auf denen das Elektron sich da irgendwie um den Atomkern herum bewegt. Ja? Das ist nicht der Fall. Das Elektron ist im Rahmen einer Wahrscheinlichkeitswolke zu betrachten. Da gibt es also verschiedene Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, die die Elektronen, vor allen Dingen beim Wasserstoffatom ist es ja einfach, da hat man nur ein Elektron, aber bei den weiteren Elementen hat man mehr und mehr Elektronen. Das heißt, die Verteilung, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Elektronen wird immer komplexer und komplexer. Aber das spielt auch eine Rolle bei einem ganz anderen Prozess, den man klassisch auch überhaupt nicht verstehen würde mit der klassischen Physik, wenn alles exakt bestimmt wäre, nämlich bei der Fusion von Atomkernen. Und das ist ja der Prozess, der in den Sternen all die Elemente erzeugt, aus denen wir sind. Klassisch hätte man ein Riesenproblem damit, dass zwei Ladungen, nämlich zwei positive Ladungen, in dem Fall zwei Protonen, wieder zwei Wasserstoffkerne, wenn die sich sehr nahe kommen, ja, dann würden die sich klassisch stoßen, die sich ab wie verrückt. Wenn das Teilchen wären, deren Ort genau bestimmt wäre, dann würden die sich abstoßen wie zwei gleichnamige Ladungen in der elektromagnetischen Theorie immer. Und dann, je enger die zusammenkommen, umso stärker würden die sich abstoßen. Die Kerne würden zerreißen, überhaupt keine Chance. Aber jetzt, in dem Moment, wo wir jedem Teilchen eine Unbestimmtheit geben, also dem Ort und dem Impuls des Teilchens eine Unbestimmtheit geben, gibt es eben tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit, die ist nicht sehr groß, das gebe ich zu, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Teilchen sich so nahe kommen, dass sie in den Wirkungsbereich einer neuen Kraft geraten, die ist stärker als die elektromagnetische Kraft, nämlich die starke Kernkraft. Und die hält die beiden Teilchen zusammen. Eines der beiden Protonen verwandelt sich in ein Neutron und wir haben einen ersten neuen Kern, nämlich das Deuterium, den schweren Wasserstoff. Und das kann sich dann weiter, immer weiter und weiter entwickeln, bis hin zum Helium zum Beispiel. Das heißt, alleine nur die Erzeugung der schweren Elemente, aus denen wir bestehen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Fluor und so weiter und so weiter. Dieser Prozess, der in den Sternen stattfindet, hängt ganz stark damit zusammen, dass die Teilchen eben tatsächlich in Ort und Impuls unbestimmt sind. Wenn sie das nicht wären, wenn sie genau bestimmt wären, wenn es also diese Art von Unbestimmtheit in der Welt nicht gäbe, gäbe es gar keinen Fusionsprozess. Und ohne diesen Fusionsprozess gäbe es auch keine Planeten, es gäbe keine Lebewesen, es gäbe keine Menschen. Die Unbestimmtheit, die Heisenberg 1926 zunächst einmal als formal, also mathematische Formalität für die Quantenmechanik aufgeschrieben hat, hat sich als eine grundlegende, nicht nur physikalische, sondern sogar metaphysikalische Aussage erwiesen. Die Welt ist unbestimmt, bis auf das Planck'sche Wirkungsquantum unbestimmt. Alle wichtigen Größen im Universum, alle Größen im Universum sind unbestimmt bis auf das Planck'sche Wirkungsquantum. Alle. In der Welt der allerkleinsten Dinge, da ist der Zufall der Normalfall. Das weiß man inzwischen. Und in der Erforschung der großen Dinge hat man herausgefunden, dass diese Unbestimmtheit der allerkleinsten Dinge sich wegmittelt. Das ist dann gar nicht so interessant. Die Dinge sind sehr wohl hier, so wie diese Lampe oder dieser Tisch. Das ist alles genau bestimmt. Aber in der Welt der großen Dinge gibt es eine Art von Zufall durch sehr enge Vernetzung. Die Welt ist so miteinander vernetzt, dass kleinste Veränderungen in der Vergangenheit riesige Auswirkungen für die Zukunft haben können. Komplexität, das ist der neue Zauberbegriff. Und die Komplexität unserer Welt, die erlaubt den Zufall, erlaubt die Entwicklung von Neuem und von Überraschendem. Also der Zufall ist eine gute Sache, im Großen wie im Kleinen.